Wie mehrere Medienblätter am gestrigen Sonntag berichteten, kam es im Laufe der Zweitligapartie zwischen Eintracht Braunschweig und dem Hamburger SV am Samstag zu Auseinandersetzungen beider Fanlager, die wir in diesem Video einmal aufrollen wollen. Offenbar schaffte es ein sportlich motivierter Mob aus Hamburg mit mutmaßlicher Unterstützung aus Hannover unerkannt nach Braunschweig zu reisen. Dabei setzten sich die Rauten offenbar vor dem Spiel am Vormittag in einer bekannten Gaststätte im Universitätsviertel in Braunschweig ab. Ob in dieser Kneipe bereits 10 Personen der Eintracht saßen oder ob diese erst bei Zeiten dazukamen, ist auch uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Jedoch kam es um kurz nach 11 Uhr dort zum großen Knall zwischen beiden Seiten, wobei auch einiges an Mobiliar der Gaststätte zu Bruch ging. Mehreren Aussagen nach zu urteilen, konnten die Jungs vom HSV schnell Vorteile für ihre Seite erlangen und einigen Braunschweigern entsprechend einschenken. Zudem äußerte sich die Polizei Braunschweig nur kurzzeitig später in einem kurzen Statement auf Twitter zu Wort. In diesem hieß es: Auseinandersetzungen durch Anhänger des Hamburger SV kam es in einer Gaststätte zu erheblichen Sachbeschädigungen und einer Körperverletzung zum Nachteil eines Gastes. Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort. Unmittelbar nach der Fetzerei in dem Lokal entfernten sich der Polizei nach alle Anhänger aus Hamburg und versuchten in kleinen Gruppen vom Tatort zu fliehen. Die in verschiedene Richtungen flüchtenden HSV-Fans wurden dabei jedoch teilweise von der Staatsmacht enttarnt, die zügig am Ort des Geschehens war. Nachdem Beamte für über 60 Minuten die Straßen am Ort des Geschehens absuchten, wurden insgesamt 27 Hamburger festgehalten, gegen welche nun aufgrund von Landfriedensbruch ermittelt wird. Zudem erhielten alle 27 Personen einen vorläufigen Platzverweis und dürften auch das Stadion an diesem Tag nicht mehr von innen sehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich noch weitere Gegebenheiten aus dem Vorfall in der Löwenstadt ergeben. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.